Was geht ab, ihr ganzen Schnittchen? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie auf Pizza mit TV, der beste Rack-Kanal auf der Erde. Wir sind heute nur zu viert, denn Peter ist im wohlverdienten Urlaub und wir gucken heute Pizza Meat kocht. Was habt ihr denn für eine Scheiße gemacht? Zeig mal her. Zeig ich dir jetzt. Und zwar hoffentlich bleibt alles dran bei Pizza Meat kocht, gefüllte Paprika Mac-Style. Oh Gott. Mexican Style. Ein Rezept habe ich gelesen, das las sich lecker. Gut. Bibi kotzt auf der Schulter. Sieht man nicht, ne? Do you like what you see? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza Meat kocht! Schütze gibt's zu kaufen, by the way. Heute machen wir gefüllte Paprikaschoten, aber nicht einfach irgendwelche gefüllten Paprikaschoten, nicht geschülte Paprikapfoten. Boah, hast du geguckt, da hat das Haar da links. Ja, das steht da so komplett ganz schön ab. So richtig. Ja, Peter, ist sowieso, guckt ihr euch mal diese wilde Frisur an, die er da hat. Ja, Sonntag. Wild. Ja, ja. Also wenn die Kamera nicht an ist, na, dann ja, aber wild. Das ist zwar Sonntag, aber Peter wird ja hier sicher gefüllte Paprikaschoten Mexican-Style nicht morgens irgendwie gemacht haben. Noch morgens um 7. Ja, aber es ist generell Sonntag. Also ich glaube, der hat Haare gewaschen oder so und einfach nicht gestylt. Ich finde die eigentlich ganz geil, wenn er da nicht ganz so viel Zeug drin hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, Peter also, macht gar nichts in die Haare. Ja, richtig, der steht doch so auf, der wäscht die auch nicht mal. Nicht der muss die einfach nur, wenn dann vielleicht mit einem Hochdruckreiniger einmal abstrahlen. Der sitzt nur 2 Stunden unter diesen Hauben, wo normalerweise die Frauen drunter sitzen. Morgens bei sich so in seinem Ankleidezimmer. Da schläft der drin, ja. Für die Paprikaschoten machen wir. Und zwar nicht irgendwelche, sondern mexikanisch-Style. Beziehungsweise so mexikanisch-Style, wie wir uns vielleicht das vorstellen. Schnipsen. Denn du musst diese... Alter, das ist die verwirrte. Wie random war das denn? Heute echt, das war ja super random. Ja, er musste halt niesen, weil ich meine, was soll man, das ist immer random ein bisschen, oder? Ja, aber man hat es nicht angesehen, dass er niesen muss, bis er plötzlich geniest hat. Was ganz Besonderes, und zwar etwas, was ich in meiner Kindheit nie mochte, ist tatsächlich sogar das einzige Gericht, von dem ich mich jemals in meinem Leben übergeben habe. Und zwar machen wir gefüllte Paprika Mexican Style. Cool, das ist ja. Dafür brauchen wir ein paar Zutaten. Ja, aber hast du was von gefüllter Paprika nicht mal übergeben als Kind? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das noch kommt. Ich glaube, ich habe das auch erzählt. Ich glaube, mehr so als Kind aus Trotz. Und weniger, weißt du, so als. Also, ich kann mich da selbst auch nicht mehr so dran erinnern. Da nennt sich Ausspucken, Bram. Nee, nicht ausspucken, sondern wirklich, also ich weiß das selber nicht mehr, weil ich da wirklich sehr klein war, keine Ahnung, 3-4 Jahre oder so, aber ich habe wohl im Restaurant einfach quer über den Tisch gekotzt. Geil. Einfach ich bin aber auch einer, der als Kind keine Paprika mochte, mittlerweile muss ich sagen, ist das mit das eines der geilsten Gemüsearten, die es gibt, so. Ja. Das ist super warm, deswegen im Schnelldurchlauf nicht gebrochen. Entschuldigung. Nochmal? Das ist wichtig. Sofern sie nicht grün sind. Grün sind die besten. Nee, grüne Schmutz. Alles gut. Schmeckt Paprika, Creme fraîche, Gewürze, Cayenne, Creme, er hat's schon wieder getan. Paprikapulver, Korianderpulver, Cheddar, gerieben, das mache ich lieber selber. Fertig geriebener Cheddar ist Schmutz. Kidneybohnen, Mais, kleine Zwiebel, Salz, wir brauchen Salz. Peter, du kannst Cheddar auch als Scheibletten kaufen. Aber da kannst du nicht mehr reiben. Ja, doch. Du drückst den dann so zusammen und zu so einer Kugel und dann über die Reibe drüber. Ich glaube, nächstes Mal brauche ich wie so ein Schneemann nur als Scheiblettenkäse. Oh, geil, das ist lustig. Rinderhackfleisch, wir benötigen Reis und Olivenöl und eigentlich auch Guacamole und wenn man die selber machen möchte. Guck mal, deutsche Paprika hat Peter. Ja? Ich benötigen wir Avocado, Zitrone, Tomaten und Reibe. Die Reibe essen wir nicht. Ja, fangen wir mal an. Fangen wir an mit dem Kochen. Ja, erstmal den Reis kochen, habe ich schon gemacht. Den Reis mit dem doppelten Volumen leicht gesalzenem Wasser nach Packungsanleitung kochen. Oh, Jean Pütz hat schon was von Jean Pütz ist gestorben. Noch hier. Leider. Echt? Ich glaube schon, ja. Oh nein. Er ist oder? Gestorben? Nee, Alfred Biolek war das, sorry. Ja, Biolek ist gestorben. Nee, Biolek stimmt. War das, so rum. Der andere Koch. Ja, dann ist ja gut, dann hat Jay schon mal was vorbereitet, wie Jean Pütz, das ist gut. Ja. Fertig am Start und eigentlich, der ist zwar kalt, aber geht noch, ne? Wir brauchen dafür aus wie eine Windel. Mit 30 Gramm. Ich sag's so wie das. Das sind 30 Lecker, so eine eigene Windel. Es ist letztlich nicht mal eine Handvoll. What the fuck, was soll ich da reintun? 2 Kochgläser? Den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Backofen auf 180 Grad vorheizen können wir schon mal machen. Ja, cool. Dann müssen wir eine Paprika jeweils? Also nee, ich hab 2. Ich hab 4 gemacht. Ah, ja. Ah, okay.
Guck mal, wie schön ich den geriebenen Cheddar-Käse verziert habe. Ich finde den jetzt auch nicht so schlimm. Der ist voll lecker. Ich hatte tatsächlich sehr gestruggelt mit der Salsa. Es gibt ja, weißt du, es gibt immer diese, so wie Peter auch, Peter hat ja so eine Salsa-Soße, die man irgendwie zum Stück Fleisch oder sowas ist, wie Ketchup. Ja. Oder Steaksoße oder sowas. Aber ich habe nicht so Salsa als, ne? Selbst gibt es auch in dieser, da in der internationalen, genau, da, wo du die, da, wo die Raps und so sind. Ja, da habe ich die gesucht. Da, wo wie heißt das hier? Grillsoßen, genau. Da sind die meistens dabei. Nee, bei uns sind die bei den Raps. Die sind meistens so süß. Also man muss bei diesem ganzen Grillzeug immer sagen, da steht da immer drauf, feurig scharf. Ja. Dann sind die einfach nur süß. Und da ist überhaupt nichts scharf. Ich sterbe wahrscheinlich daran, wenn die super süß sein sollen, aber Man muss ja vom Hersteller aus sehen, ne? Also wenn du da drauf schreibst, irgendwie ist scharf und irgendwie die Kunden verbrennen sich da quasi die Zunge dran, dann willst du das ja auch nicht. Also, ja, wobei ich finde diese Skalen zumindest bei so Lebensmitteln im Supermarkt immer strange, weil ich habe zum Beispiel letztens so eine Knoblauch-Aioli gehabt, also so eine Aioli gehabt mit 4 Knoblauch, da stand dran Aioli 4 von 5, ja. Und dann dachte ich mir so, Alter, wo ist die denn 4 von 5? Die ist halt, okay, die hat Knoblauch Bram, 10 Mal gesehen irgendwie, weißt du? Das ist halt, also, weiß ich auch nicht. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich habe gestruggelt mit der Soße, eine Salsa zu finden, habe dann irgendwie so eine komische Steaksoße quasi gefunden, aber Mexiko-Salsa hieß die, glaube ich. Die ist ganz geil, die hat Haben wir Salsa auch mal selber gemacht bei Pizza mit Kopf? Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Haben wir. Mit Guacamole. Die Paprika putschen. Putschi, putschi. Deckel abschneiden und Kerne und Scheidewände entfernen. Die Schoten aufrechten, ein Brett oder eine hohe Auflaufform stellen. So sei es. Putzen. Das ist grün. Wieso ist da unten grün? Ich will kein Grün in meinem Essen. Ich habe irgendwie Bock auf dein Essen. Sehr gut. Die ist aber eine sehr potente Paprika. Die hat nämlich überall Kerne, selbst hier unterm Dach. Unterm Dach will man noch keinen Samen haben. Also wir müssen jetzt hier mal ein bisschen... Naja, ich habe unterm Dach gewohnt, Jay, also. Ich habe mich voll gewundert. Bei den Paprika. Unterm Dach will man noch keinen Samen haben. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe... Ah, vielleicht sagt ihr das noch. Das sehen wir noch, glaube ich. Ja, lass das mal weitermachen. Köpfe abschneiden, das ist eigentlich ganz cool. Denn ich habe so ein neues Messer. Ich habe ein neues Messer. Handgefertigt unfassbar scharf. Also wirklich unfassbar scharf. Das hat gut, dass Sepp das jetzt hat. Ich hatte ja auch schon mal so eins, was mir irgendjemand zugeschickt hatte. Das habe ich jetzt letzte Woche auch entsorgt. Mittlerweile, weil nach so knapp ein Dreivierteljahr ist das natürlich im Arsch gewesen. Oh. Wie natürlich. Ja, die haben ja auch so ein selbstgemachtes, handgeblasener Stahl. Keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Muss er halt fliegen. Also wenn die stumpf werden, und das werden die Messer ja nun mal, die kannst du ja nachschärfen, ne? Ja, nee, das stumpf, das war gar kein Problem, aber das ist komplett braun angelaufen. Warum? Angerostet? Ja, weiß ich nicht. Hast du nicht auch noch so eine Spülmaschine gepackt? Ja, beim allerersten Mal habe ich da die Spülmaschine gepackt. Ja, einmal ist ja kein Ding, aber also normalerweise kriegen die so Flugrost, ja, wenn du die in die Spülmaschine haust. Ja. So immer mit solchen Messern ja nicht. Ja, das musst du jetzt. Ich habe auch so ein krasses. Ich habe dieses gleiche Messer, was Peter auch hat, aber das habe ich noch nie benutzt. Das liegt bei mir nur in der Abstellkammer. Echt, das große? Also ja. mit der breiten Klinge. Ja. Finde ich immer ganz geil von Peter, weil damit kann man viel besser hacken. Weil man das viel besser an die andere Hand halten kann, ja, um zu hacken. Und deswegen kann ich das bei mir nicht so gut, weil mein Messer zu kurz ist, also zu klein ist. Ich habe letztens Chefs Table gesehen, da ist mir aufgefallen, Tim Raue hält sein Messer quasi gar nicht am Stiel fest, sondern schon so, der hält quasi die Klinge fest. Ja, das musst du bei dem auch machen, weil der Schwerpunkt weiter vorne liegt. Warum ist dann führst du das besser? Der Griff nicht weiter vorne? Also das ist so wie bei diesen Profi-Tischtennisspielern, die dann auch irgendwie dazu komisch halten, wo ich mir denke, Leute, da ist doch Griff. Also. Ja, genau. Hä? So, was machst du jetzt? Was zeigst du? Oh, da zeigt uns die Messer hier. Das ist doch das Messer, was das Peter hat, oder nicht? Ist das nicht das, was ich mache? Sag mal, warte, ich muss erst gucken. Nee, Peter, ein ganz anderes. Hä? Das sieht aus wie ein Falkion, was du da oben hast. Ich wollte auch gerade sagen. Nee, Moment, das in der Mitte, warte, das in der Mitte, das sieht schon so aus. Also, das ist doch das, was Peter hat. Nein, das ist nicht das, was Peter hat. Alter, nein. Alter, shit.
Aber was jetzt, was denn? Also, ich habe zwei Fragen. Jay ist schon vorbereitet, wenn er in den Dschungel geht. Also, warum hast du die eigentlich nicht in der Küche? Warum hast du so ein Riesenteil? Weißt du, Alter, die sind voll zugeschraubt. Ja, wenn die die ganze Zeit rumliegen. Das Ding ist immer so zu. Also, warum ich die habe ich damals bekommen, als wir in Hamburg, Peter und ich, waren bei den Fleischern. Ja. Da haben die uns die mitgegeben und fand ich voll geil. Ich kam seitdem nicht mehr dazu, mal ein anderes Messer auszusortieren. Und ich benutze das Säbel erst, wenn es... Es wartet genau noch auf seine Chance. Das ist ein Messer. Machst du seitdem eigentlich auch Cosplay, so LARP, jetzt auf so Schiffen? Jay ist ein Crocodile JD. Ja. Das hat ein Kumpel gemacht. Testet man das nicht sonst immer mit Papier? Hä, wie Necom? Wie Necom? Ich darf ja nichts sagen. Hack dir die Hand ab. Guck mal, jetzt fast wieder versaut. Ach, hack dir die Hand ab. Das wollten die Jungs jetzt sehen, wie ich mich hier abmurkse. Wie viele Finger hast du jetzt noch selbst? Teilst du nur Papier? Nur eine Hand. Ja, was soll passieren? Ich wollte gerade sagen, du schneidest doch hoffentlich nicht da, wo deine Finger sind, oder? Mal gucken. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass das auf dem Stückchen passiert, wo keine Hand im Weg ist. Ja, mal gucken, vielleicht hau ich mir da auch voll in die Hand rein. Vielleicht rammt er sich das auch im Bauch und an dem Moment kann er nicht. Auch so ein Messer nehmen. Und dann? Hä? Oder wie? Also es ist da durchgegangen, ja, aber ich glaube, die Papierspannung ist nicht hoch genug. Ich möchte nicht neben meinen Finger schlagen. Ich glaube, das ist mein Problem. Ja? Ich glaube, dafür nehme ich ein anderes Messer. Hä? Das ist jetzt rausgeschnitten? Ja, das war nicht FSK 18. Was war das für ein Cut? Das war nicht FSK 18. Ich weiß es nicht. Was denn? Man sieht voll cool aus. Meinst du, das muss ein japanischen Alter, jetzt halt doch nicht fünfmal dein Messer rein. Zeig mir, wie du das geschnitten hast. Nee, hat er gar nicht geschnitten. Guck mal, da liegt ja das Papier. Da unten siehst du, wie ich da reingehauen hab wieder. Das mit dem Reinhauen war nicht richtig, glaube ich. Hm. Okay, nachher auch gemerkt. So, ich muss überlegen. Scheiße, wie heißen denn von Zorro nochmal die Schwerter? Kacke. Degen? Weißt du, jetzt mein Kartoffelgehirn nicht leistungsfähig. Satoshi. Satoshi nicht die Währung. Was kann Satoshi denn jetzt besser als mein IKEA-Messer? Das würde mich mal einfach interessieren. So, ich habe keine Ahnung, das sieht halt bunt aus. Das sieht halt aus, als auf der Fancy-Skala ist das einfach viel weiter vorne. Dann meinetwegen ist das fancy. Das sehe ich ein, das hat so coole Muster und so weiter. Ja, und das kostet versteh ich. 500 und der Euro. Ja, und der Griff ist halt auch krasser und so weiter. Aber was kann das jetzt krasseres als mein IKEA-Messer, ist meine Frage. Wahrscheinlich hält das länger. Das ist nicht von ausgebeuteten Kindern gemacht, sondern das von jemandem, der nicht kennt. Das kann viel leiser schneiden. Also ich glaube, also das Metall ist in den das Metall ist wahrscheinlich ein ganz anderes und ja, das gehärtet und gefaltet. Also ich und weiß bleibt nicht, wahrscheinlich auch ein bisschen ist länger scharf als die IKEA-Dinger. Das ist in den Höllenfeuern von Fukushima geschmiedet oder was? Ja, so ähnlich. Das ist ein Stück vom Reaktorkern. Okay, sehr gut. Satoshi ist Geld, ne? Doitsu no Naifu. Ach so, Deutsch Messer habe ich eingegeben. So. Deutsu no Naifu. Oder Kitetsu ist cool. Der hält das mit zwei das Fingern ist Kitetsu. Fest. Das macht mich jetzt schon haben wir das endlich, ist anstrengend. Endlich einen Namen für das nice Gerät. So, und das legen wir jetzt. Ja, wo ist denn ein nice Gerät? Alles, was ich gesehen habe, ist, du jetzt hast die Paprika jetzt mit dem alten Messer gemacht und das Papier nicht vernünftig gestellt. Vor allem, jetzt hast du eine halbe Stunde lang das Messer in die Kamera gehalten und jetzt sagst du, jetzt legen wir das erst mal beiseite. Ja, weil das ist wenn praktisch bei den Paprikadeckeln. Ich bin da hart dafür, dass Sebastian in Zukunft damit die Dosen öffnet und die Gläser köpft und alles Mögliche. Also, die Dosen einfach in zwei Teile schneiden. Das ist so krass, Video, was Satoshi. Einfach so zick. Ne, da brauchst du Jay sein Säbel für. Sonst bin ich wirklich enttäuscht. Jetzt an die Seite und weiter. Die Schoten habe ich gemacht. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Hitze, Hitze. Das Hackfleisch rein krümelig braten. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. So, die Paprika sind präpariert. Müssen wir uns um den Rest kümmern. Wie habt ihr das gemacht mit dem Deckel? Also ich hatte halt tatsächlich, ich habe den Kopf abgeschlagen und danach habe ich das Grüne im Kreis ausgeschnitten. Um quasi nur noch so ein kleines Löchlein zu haben, hab dann den Deckel wieder draufgepackt. Nee, meine Deckel sahen abgelassen. So aus wie deine. Den Deckel abgelassen. Hab nur das Grüne rausgeschnitten und fertig. Nur ich hab das nicht ausgeschnitten, sondern rausgedrückt.
Und dann machst du den Deckel oben drauf und dann kommt er mit in den Ofen und dann machst du den Deckel wieder ab. Also ich esse den normalerweise nur so randmäßig mit. Und der Rest ist erstmal zurechtschneiden. Zwiebel und Knoblauch dazugeben. Okay, das heißt, Zwiebel und Knoblauch können wir beide zusammen in einen Teller legen. Ich glaube, das Öl ist mal so langsam heiß. Tacos Fleischus. Ja, jetzt kommen die Zwiebeln und der Knoblauch damit rein. Nee, kannst du nicht. Mach das schneller warm wird. Nee, kannst du wirklich nicht. So. Willst du Cheddar probieren? Ich muss immer alleine kochen. Ich will aber auch, dass es schmeckt. Das ist voll out of context. Das war schon ziemlich viel Kontext. Nee, das ist voll out of context. Kann ich mir nicht vorstellen. Voll der Diss. Alter. Krass. Ja gut, aber der ist aber auch, der stimmt auch. Boah, kann leider nicht kochen. Krass, belastend. Ja, das finde ich auch wirklich hart belastend. Ich fände das geiler, wenn sie kochen könnte. Dann kann ich nämlich auch mal nicht kochen. Aber ich muss das jeden Tag machen. Sein, dass hier gerade... Oh, Erdbeben! Es ist Julius unterwegs! Ach, scheiße, das kommt alles in die eine. Ja, da muss ich auf jeden Fall eine große Pfanne nehmen. Dacht das doch einer? Oder stand das da? In einer Pfanne? Ist das jetzt auch so ein Ratsche-Ding? Julius! Das hat er doch schon von Anfang an gehabt. Echt? Hattest du das von Anfang an? Ich war mit Christian, glaube ich, am Anfang dabei, Jonathan. Oh, ich dachte, das hast du aber lange nicht mehr benutzt. Jedes Mal. Okay, ich hab nichts. Ich finde das cool, als er schon seit 1000 Jahren keine Zwiebeln mehr vorhanden. Ich finde gut, dass er ein neues Messer hat. Ja, aber das sieht nicht aus, als wenn das benutzt worden wäre in diesem Kochvorgang. Doch, für das Papier. Eine Paprika. Außer für das Papier, ja. Das war vorher alles Fleisch, also richtiges Fleisch, und dann raus hat er dann veganes Mühlenhack gemacht. Ja. Einfach das Fleisch da rausgenommen. Ja. Als nächstes müssen wir die Möhren raspeln. Karotten raspeln. Die Möhren sind, glaube ich, da, damit ein bisschen Form reinkommt oder so, weil ein bisschen Struktur in das Essen. Raspel. Deshalb raspelst du die Finger, bitte bleib dran. Das letzte Mal, als ich mir die Gurke gehobelt habe, war das danach sehr unangenehm. Sexwitz. Oh, ich glaube, da fällt was. Mein Finger ist immer noch nicht 100% rund. Also, ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. Upsala. So, den Reis mache ich jetzt mal aus. Das Hackfleisch verteilen wir ein bisschen. Man müsste echt so einen Schutz haben für die letzten Teile der Möhre. Da weiß ich mittlerweile. Ja, ich war ja in München und habe da mal den Michelin-Star-Koch gefragt, wie man das denn macht. Ja. Ja. Und was hat der Marshmallow-Mann gesagt? Und er hat einen richtig guten Tipp gehabt. Einfach essen den Rest. Ja, der schmeißt den Rest einfach weg oder isst ihn. Wovon? Die Kante. Wenn du zu nah an die Finger kommst. Man will ja nichts verschwenden. Oder ich kann es essen. Dann steckst du den Mund einfach. Du kannst halt ein Stück einfach abbeißen. Ja. Also das ist ja nur ein Stück Möhre. Also Oder den Finger absäbeln. Oder man aber zwei oder nimmst den Rest, schnibbelst den ab und gibst ihm den Hund. 1/6 Oder 6/7 oder was auch immer. Ja, dann musst du danach noch eine Möhre nehmen, von der du noch 2/6 nimmst und dann von der üblichen 4/6. Ja, nee, das war schon so viel Mathe. Frage mich gerade, hätte man ohne, wenn du das Hackfleisch nicht anbrätst, das kommt doch bestimmt noch in den Ofen oder so, ne? Ja, später noch. Ja. Kann man nicht einfach das Hackfleisch nicht anbraten und das so von innen nach außen machen, dass du die Paprika ummantelst mit dem ganzen Hackfleisch und den Rest da rein? Boah! Da hast du hier die Hackfleischbombe. Das ist ja, das erinnert mich jetzt schon wieder an so ein Ekelzeug. Ja. Ha! Nichts passiert. Was sind das denn für Möhren? Schön. Hey, wie soll ich die denn gleich? Die sind halt glitschig, so geschälte Möhren. Ja. Die raspeln, die brechen mir komplett in der Hand einfach auseinander. Also ich bin noch sehr gespannt, ob das alles hier in die Paprika reinpassen soll. Ach, also klar. Gewürze drüber streuen. Okay, die Gewürze sind ein bisschen Cayennepfeffer. Bei Cayennepfeffer bin ich auch nicht so der Freund davon. Cayennepfeffer, davon machen wir mal nicht so viel, denn ich habe noch immer ein absolutes beliebtes Chili-Salz, was ich so wirklich in jedes Gericht eigentlich packe, weil ich das so geil finde. Und das bringt ja auch schon Schärfe rein. Einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, wir halten uns ja dran. Koriander, sehr gut. Nochmal hier abrühren. Das Paprikapulver, ein wenig Salz.
das ist es ein Gemüse, Dings, ne? Ja. Rösten wir die Gewürze noch ein wenig in der heißen Pfanne an, bevor wir das restliche Gemüse hinzufügen. Das ist doch krass, ich meine, der Hackfleisch ist jetzt natürlich totgebraten, ne? Und das kommt trotzdem laut Rezept dann nochmal 40 Minuten in den Ofen. Ja, aber Hackfleisch ist doch ganz geil. Ja, wenn das so ein bisschen angeröstet ist, also nicht, wenn es so schwarz wird, ne, dass ja, du da irgendwie ja, Krebs vorkommst, ja, aber so kurz der Moment davor ist ja auch ganz geil. Totgebratenes Hackfleisch ist das beste Hackfleisch, finde ich. Ja, aber dann nochmal in den Ofen, dann wird das ja richtig tot. Weißt du? Ja. Aber ist das nicht, das ist doch in der Paprika drin, das zieht doch eigentlich auch nur Wasser, oder? Ja, aber du kriegst ja auch gar nicht die ganze Zeit die Hitze ab. Da dauert ja ewig, bis das da reingeht. Also es passt schon. Schon okay. Bohnen, Mais und Karotten unterrühren. Ich kann schon Hunger jetzt. Ja. Oh, Mais. Alter, so wie das bei Sepp in der Pfanne ist, könnte ich das schon essen. Ja, das ist eigentlich wie Chili con Carne. Ja, irgendwie schon. Ja, nur in der Paprika geballert. Halt. Möhre drüber? Hey, das Raspeln funktioniert ja gar nicht. Ich sag ja, die Möhre ist nicht standhaft. Oh, ist so warm. Eine Karotte. Da steht geraspelt. Das schaffe ich ja gar nicht mehr in der kurzen Zeit. Wir müssen auf den Plan B ausweichen. Ich habe es zeitlich komplett verkackt. Moment, jetzt schnell hier, zack, zack. Machen nicht raspeln, wir machen Kreischen. So, zack, zack, zack. Das war echt schlecht organisiert bei mir. Muss ich mir mal selbst hier Anti auf die Schulter klopfen. Ich bin halt, ich hasse es halt. Also, ich kann nicht so kochen wie ihr. Ich muss immer alles klein geschnitten haben, sonst werde ich irgendwann komme ich dann im Stress, wenn ich schon alleine zwei Töpfe habe parallel. Ich finde normalerweise sind die Rezepte sind ja normalerweise darauf ausgelegt, dass du möglichst viel Zeit sparst. Also die gehen ja davon aus, dass wenn du Sachen gerade kochst, dann kannst du den Rest schon mal schneiden. Aber bei mir ist es auch so, ich sehe Kochen eher so ein bisschen als Chillen an und schneid erst alles und dann wird gekocht. Und du hast aber, finde ich, keinen Nachteil dadurch, so nach dem Motto, wenn du dann halt 5 Minuten irgendwie Zeit hast, weil Sachen braten, dann fange ich meistens an, irgendwie Sachen in der Küche wegzuräumen oder so. Also, ich verstehe das auch nicht. Ich muss auch alles schneiden. Ja. Genau wie Jay. Gefühl, dass das viel zu viel an Soße für 4 Dinger ist. Der Mais, die ganze Pfanne ist. Und noch die Kidneybohnen. Ja, das war so. Ich dachte so, hä? Das wird ja auch nicht weniger. Das ist ja nicht irgendwie, das nimmt jetzt ja Volumen ab. Das ist sehr. Da kommt ja noch Reis bei. Ja, und eigentlich noch die 2 Kidneybohnen. Bohnen. Dann machen wir nur eine Soße rein, weil ich hab das Gefühl, das ist eh schon zu viel. Die Pfanne ist voll, sag ich mal. Und das soll in 4, das passt niemals. Das ist doch scheiße, wenn. Ne, aber das muss auch nicht in 4 reinpassen. Doch, das ist für 4 Portionen. Ja, ich weiß, aber da stand der extra im Rezept noch drin: nehmen Sie das überschüssige Bratgut und verteilen Sie das im Bräter. Also das ist ja geplant, dass da mehr drin ist. Oh. Ja, kannst du außen rum machen. Habe ich das vielleicht überlesen? Habe ich das echt überlesen? Wenn halt immer viel zu viel ist für das, was drin steht. Okay, die Hälfte des Käses und die Salsa ebenfalls zufügen. Das heißt, 200 Milliliter von der Salsa, also fast alles von der Soße. Holy shit, wird das geil. Aber Jay, wieso nützt du den Beutelreis? Weil das easy ist. Das heißt, jetzt kommt hier noch der Reis rein. Wir machen einfach den ganzen Reis. Einmal Soße. Bisschen skeptisch über das. Ist aber dieselbe. Aber okay. Nee, also die jetzt einfach da reinballern. Die Paprika. Ja, das war nicht Mexiko. Nee, du hast einfach vom Rezept abgewichen. Ja. Ah. Aber du doch auch. Du hast gerade zu wenig Kidneybohnen reingetan. Ja, und du hast Mexican-Soße statt Salsa genommen. Mexican-Salsa ist doch Salsa. In einem mexikanischen Gericht, was ist denn Mexican-Salsa? Ist doch genau die Salsa-Salsa. Ja. Ich hätte Curry-Ketchup reingetan. Ja, und Schablettenkäse. Ja, ja. Boah, das klingt eigentlich das auch nicht schnell. Dann, ne? Hä, was ist denn das? Ist es immer so bei den Soßen? Dann kommt am Anfang nie was und auf einmal so... Alles! Genau so, da kommt auf einmal alles. Zack, und dann hast du so einen fetten Klecks auf dem Teller. Da kommt nachher nur noch Käse oben drauf. Das könnte ich jetzt, das ist jetzt schon geil. Warum muss man das denn mal mit Paprika aus? Das ist jetzt eine richtige Pampe, holy shit. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und dann befüllen wir jetzt damit wunderschön unsere Paprika. Ich habe mal die Tomatendeckel größtenteils auf dem Boden. Tomatendeckel. Ja. Boden platziert, denn ich glaube, da kommt noch was drüber. Weil das ist nicht wenig, was wir hier haben. Wie, da kommt noch was drüber? Erdbeben! Wait, also Peter will das auf die Decke packen?
Ich glaube, er meint, wenn er Hackfleisch über hat, dann ballert er das auf die Deckel. Ah, aber wie kriegt ihr das denn dann zu? Also so. Nee, der macht die nicht zu, der macht die mit Käse zu, so wie ich. Ich habe auch einfach Käse oben drauf geballert und dann ist es zu. Das ist krass. Ah! So, ist das ein Schwein? Du da so? Juckt der Gaumen. Also da muss das... Juckt der Gaumen? Ja, das haben tatsächlich, glaube ich, relativ viele, die so Heuschnupfen haben und so. Ah. Dann juckt der Gaumen häufig. Ja, das kenne ich auch, aber das Geräusch dazu kenne ich noch nicht. Ja, das hört sich halt an wie ein Schwein. Kann ich zum Glück nicht nachvollziehen. Das hier muss noch mit in die Auflaufform. Da kriegen wir es hier an der Seite noch so reingedrückt. Und darüber verteilen wir jetzt ja den Käse. Gar nicht so wenig. Geil. Das ist ganz schön viel. Geile Gerät. Komm jetzt für eine halbe Stunde in den Ofen. Das ist jetzt aber eigentlich Platz an. Ja, genau. Die andere Auflaufform ist die große Auflaufform. Ja. Geil. Wie lange auch immer das jetzt wird. Und dann wird gegessen. So, Zeit ist rum. Bin sehr gespannt. Muss arschheiß sein. Boah. Ja, ist arschheiß. Okay. Na, guck mal, ich hab mir gedacht, für zwei nehme ich auch die große Auflaufform. Richtig traurig. Ich dachte, der Rest ist schon raus oder weggelaufen. Oh. Weißt du, wenn ich sowas schon sehe, diese Paprika, weißt du, die mich schon... Ich sehe schon, dass die in deinem Mund zerläuft, wenn du da auch nur deine Zunge dran machst. Das ist schon. Kannst du mit einem Löffel schneiden. Ja, nice. Okay, das sieht gut aus. Der Lasche. Gefüllte Paprikaschoten. Mexican-Style. Oh. Mexican-Style? Mexican-Style. Alter, er sah kurz aus wie Inscope. Was? Und Scheiß! Mach nochmal zurück. Der sah hat der nicht safe aus kurze Haare? Wie Inscope? Ja, die Frisur, der hat die auch immer so da vorne. Manchmal. Okay, da, jetzt. Inscope. 1:1. 1:1. Bornsteinreif. Durch deinen Hund. Ich glaube Haaland. Oh, wie Haaland. Sieht aus wie Haaland. Ja, das vielleicht eher, ja. Peter, da war alles andere. Ja. Peter ist kein Brecher und Peter ist auch kein Babyface. Aber ich könnte mir die Klamotten, die Haaland manchmal anhat, sehr gut an Peter vorstellen. Ja, macht doch gerade Urlaub, das glaube ich auch. Ja, ich nehme einen Mumu. Das war gemein. Ja. Entschuldigung. Der ist kaputt. Ja, stimmt, der ist kaputt. Ich habe aber noch einen anderen mit Schleife. Mit Schleife? Ja. Schleife? Also, mit Schleife? Hast du Peter gesehen? Mit Schleife? Oh nein! Da freut er sich direkt. Okay, kannst du einmal das Ergebnis Alter. Zeigen? Alter. Das sieht ganz schön pervers aus. Ganz geil aus. Oder was denkst du? Ja. Dazu leckere Guacamole und Creme Fraiche. So, wollen wir uns doch mal den Ersteindruck geben. Weißt du, man darf nichts mit Peters Haaren machen. Wirklich gar nichts. Und jetzt kriegt er einen Stirn. Packt er sich einen Stirnreif in die Haare? Ja, aber Honey darf das. Was hat Honey aus Peter gemacht? Ja. Drücken wir mal weiter. Nehme ich jetzt einfach hier von dem Seitenteil. Es wird heiß werden, fürchte ich. Wo war das ein Seitenteil? Das ist doch der Deckel. Ein bisschen Creme Fraiche drauf. Ein bisschen Guacamole dazu. Eine Tomate. Dann probieren wir mal. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich bin dafür, dass Peter leider jetzt immer so holy shit. Dieses Bild, das ist für die Götter. Können wir davon eine Autogrammkarte für Peter können machen? Wir davon, dann ist jetzt das Bild, bitte jetzt screenshotten und dann haben wir ein neues hier Twitch-Emoji. Nein. Von Peter. Und das ist einmal im Urlaub am ersten Tag. Oh erste Gott. Aufnahme oh. ohne Peter. Ja, komm. Komplett. Oh mein Gott, ist das direkt twittern. Also komm, das ist ein schönes Bild von ihm. Alter, liebe Mods, do your job. Peter, tut mir ein bisschen leid. So, drück mal aber hier. Dann wird noch die ganze Woche so werden. Ja, direkt getwittert. Oh mein Gott, ist das geil. Das ist schon stark. Das ist schon ein bisschen scharf. Also. Ich meine, der hat auch alles. Guck mal, das ist Peter, der hat ein Peace-Beat-Shirt an. Das ist safe eine Autogrammkarte, Leute. Ja, genau, wir brauchen da eine neue Autogrammkarte. Da schreibe ich auch gerne drauf auf diese Autogrammkarte. Das ist. Lieber, sage ich da nur. Ach, so. Auf jeden Fall. Sehr lecker. Das werden wir jetzt aufessen. Und dann gibt es Bewertung. Wir fangen erst mit dem Brät an. Das wird 10 von 10 heiß sein. Warte einfach ein bisschen. Mhm. Du weißt doch, ich bin Gierstunde, ich kann nicht warten. Das ist gerade geiles Essen. Ja, okay.
Ja, schon mal sehr gut. So richtig juicy, das Fleisch. Richtig geil durchgezogen. Nice. Stehe ich ja drauf. Okay, wie ist mal jetzt eine Paprikaschote, die gefüllt ist? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt noch die Guacamole dazu. So, fertig ist die Kiste. Die Paprika steht sogar. Sieht ganz schön geil aus, muss ich sagen. Aber wir können ja erstmal, bevor das hier ein bisschen sich akklimatisiert, hier was von Querschnitt. Dem Rest ja. nehmen, der in der Schale lag. Wo der Käse noch drauf lag. Boah, das ist gerade hart am Kommen. Das war schon ganz schön geil. Ja. Oh ja, Julius. Oh ja, sehr lecker geworden. Sehr gut geworden. Krass, geil. Guck mal, da können wir hier doch mal jetzt das Ganze. Ey, Sepp, wo ich gerade dein Autoteppich sehe. Ja. Ich habe letztens gesehen, den gibt's, ich glaube Kilian, Tanzverbot meine ich, hat den als T-Shirt. Was? Ich glaube cool. schon. Geil, da kann Julius, Tipp. Wenn ich auf dem Bauch, also auf dem Rücken ja. liege, auf dem Boden, dann kann er mit seinem Auto einfach kann mit Auto auf die spielen. Voll geil. Das finde ich nice. Probieren. Das war sehr lecker. Das war sehr simpel und sehr lecker und ist für mich eine gute Art. Oder das ist fast noch ein besseres Bild. Also es hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen oder sowas, aber es schmeckt gut. Und ist schnell gemacht. Also durchaus empfehlenswert, das mal selber auszuprobieren, falls ihr da Bock drauf habt. Wir haben dazu noch Brot gegessen, das war auch sehr gut. Aber ich bin jetzt auch schon echt satt, muss ich sagen. Also von Füllefaktor hätte das Brot nicht unbedingt sein müssen. Aber war lecker. Deswegen 8 Punkte. Mal gucken, was Bram sagt. Aber Brot war nicht im Rezept, einfach. Oder? Was? Brot war nicht im Rezept. Oder? Nee, Brot war nicht im Rezept. Okay. Beilage. So, kommen wir zum Tasting quasi, zum Finale. Warum ist man da sehr gut. Sehr lecker. Muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. 8,5 von 10. 9 von 10. Muss ich nicht lange drüber nachdenken, aber ich trotzdem korrigiert. 9 von 10. Paprika. 9 von 10, Alter. Mund verbrennen. Ich finde das richtig geil. Also meins war richtig, richtig nice. Aber mein Hackfleisch war auch nicht so tot, als es in den Backofen kam. Aber totes Hackfleisch ist gutes Hackfleisch. Ja, das ist ja dann noch gestorben, aber langsam. Ah, ja, muss dann aber auch gut gesalzen, also das muss auch dann gut gewürzt sein. Wenn das ja, so hast du mal dran gesehen. Wird in der Pfanne und du hast das nicht gut gewürzt, dann schmeckt das dann doch irgendwie blöd. Ja. Scheiß. Ich finde geil, dass die Kamera einfach die ganze Zeit im Kopf voll dieser Bewegung so. Mega cool. Geben, die hätten noch ein bisschen länger gekonnt, ja. Hast du recht. Hast du recht. Julius, die Mama hatte recht. Ja, muss man hier auch mal so sagen. Man muss sagen, das schmeckt ganz schön gut. Also so an sich ein leckeres Gericht. War auch super schnell und einfach und so. Ob ich das in der Paprika brauche, weiß ich jetzt nicht. Man hätte auch einfach am Ende noch Paprika klein, also dann hast du sowas wie ein Chili. Schneidest du Paprika klein, ballerst das mit rein und ist es so. Was halt richtig, richtig geil ist, ist unter anderem der Käse. Aber auch halt die ganze Abmischung, ne? Mit Gewürzen, ja. Soße und von den Mengen her. Das passt ziemlich gut, das ist sehr lecker geworden. Und da gebe ich eine 7,5 von 10 Seppius gebe ich dem Ganzen. Weil ist lecker, aber jetzt auch nicht mega krass. Möglicherweise hat die Kamera nicht aufgenommen, als ich mein Ergebnis verkostet. Nein. Schade. Aber du hast doch noch zwei da liegen, guck mal, hätten die doch. Ja, genau. Na, sicher. Nach einer war ich also pappsatt. Ja. Tatsächlich. Und gegessen habe. So sieht mein erster Teller jetzt aus. Und so sieht. Es ist nicht mehr warm. So sehen meine Oberschenkel aus, wenn ich 3 Stunden in der Sonne gelegen habe. Links oder rechts? Nee, genau, ja, so der eine ist rot, also der andere gelb. Rechts sieht aber auch gerade eher aus wie so ein Woody. Du hast auch schon die andere Paprika gegessen, ich die andere. Das Essen war mir tatsächlich ein bisschen trocken, muss ich sagen. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich mal ausnahmsweise nachher. Aber man kriegt den ersten Eindruck, den habe ich leider jetzt nicht mehr. Der erste Eindruck war, es war halt sehr trocken leider. Weiß nicht, woran das liegt. Ich bin eher der Freund, vielleicht liegt es an der Soße, dieser Salsa-Soße, die ich genommen habe. Ich habe keine Ahnung, vielleicht nicht. Ja. Ich habe das ganze Glas da reingekippt.
Ach, krass. Und fand's halt trocken, weil halt, es war nicht mehr die Soße da, weißt du. Das, vielleicht hast du zu lange dann noch angebraten, dass dann zu viel verkocht ist. Weiß ich nicht, aber wenn du so ein Chili con Carne halt, vielleicht habe ich auch zu viel Reis drin gehabt oder sowas, ich weiß es nicht. Kann auch sein. Mhm. Also so ein Chili con Carne von der, ein bisschen mehr Flüssigkeit fände ich geiler. Eben hast du nur erzählt, du magst das, wenn er tot ist. Ja, ich mag das auch sehr gerne, wenn das tot gebraten ist, aber dafür möchte ich trotzdem ein bisschen Soße haben. Okay. Machen, vielleicht funktioniert das dann besser. Letztendlich würde ich halt zum Beispiel Chili con Carne weiter vorziehen, das ist auch einfacher als das zu machen. Ansonsten gebe ich dem noch als Endresultat, hatte ich da auch eine. Bei Jake hat es auch immer gute Autogrammkarten machen. Sorry, aber. Meinst du, wir sollten Autogrammkarten machen? Pizmeat kocht Autogrammkarten special machen. Wenn das scharf wäre, wäre das ja cool, aber das ist leider unscharf. Ja, ja, okay. Ja, naja, ist okay. Also, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Also. Ja, okay. Gebe ich dem noch als Endresultat, hatte ich da auch eine 6,5 gegeben und da bleibe ich auch weiterhin bei. Es war okay, aber es war wirklich auch nur okay. Also das werde ich halt nicht mehr machen eigentlich. Aber es ist auch auf jeden Fall essbar. So. Ne? Und jetzt abmod mal. Irgendwer. Weißt du, ey, mach ja eh nicht. Ja genau, mittlerweile habe ich auch mal gesagt, weißt du, so Bewertung abgegeben, Kamera aus, fertig. Stimmt, das Pferd ist übrigens verkauft worden. Nein. Ja. Oh, echt? Hat das denn, also Frau Eieruhr hat sich gedacht, ich verdiene damit noch Geld, ganze 15 Euro oder sowas. What? Hat sie dafür noch gekriegt. Jetzt haben wir da wie heißen die Dinger hier? Nordlichter, Polarlichterbild. Das Problem ist, dass ich da bohren müsste, weil das eine massive Wand ist und keine Rehgipswand. Und deswegen kann ich das dann nur so hinstellen. Ja, ist ja okay so. Es sieht aus, als wenn das hängen würde. Auf jeden Fall ein bisschen tief. Ja, ich war auch traurig, dass ich habe auch schon gesagt, die Leute lieben das Pferdebild, aber. Bist du einfach nach Hause gekommen, dann war das weg, oder wird? Nein, du kommst so, ich geh kurz einkaufen, alles klar, dann kommst du wieder mit deinem verkauft. Verkauft den Haushalt, falls man irgendwann irgendwie umziehen will, hat man dann schon weniger Sachen. Oh, das verstehe ich, smart. Aber da habe ich eine große Frage: Warum hat die nicht das Polarbild verkauft? Weil das cooler ist. Aber dann fährt das man mega. Das finde ich auch cooler. Ja, ich fand das Pferd ja auch nicht scheiße. Ich war ja auch dagegen. Kommst du immer nach Hause, ist der Fernseher weg. Ja, boah, dann ist Thermomix auf einmal Thermomix weg. Thermomix weg, weißt du. Der Thermomix wird nicht verkauft. Wir haben keinen Herd mehr. Wir ziehen nur in 3 Jahren um. Also das wäre okay, wir der Herd gehört mir nicht, der gehört der Miete. Vermietung. Ja, das okay, macht doch keinen Unterschied. Aber das mit dem Bett oder so, oder die Kloschüssel einfach so. Jace Rechner. Zack, eine Seite vom Bett ist weg. Alles weg. Alles für 15 Euro. Freund, vielleicht liegt es an der Soße, dieser Salsa-Soße, die ich genommen habe. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man eine richtige, selber eigene Salsa machen oder sowas. Vielleicht funktioniert das dann besser. Letztendlich würde ich halt zum Beispiel Chili con Carne weiter vorziehen. Das ist auch einfacher, als das zu machen. Ansonsten gebe ich dem noch als Endresultat, hatte ich da auch eine 6,5 gegeben und da bleibe ich auch weiterhin bei. Es war okay. Aber es war wirklich auch nur okay. Also das werde ich halt nicht mehr machen eigentlich. Aber es ist auch auf jeden Fall essbar. So. Ne? Und jetzt abmod mal. Irgendwer. Ich weiß nicht, was der Bram noch so mehr möchte, aber wenn ihr uns verlinkt auf Social Media, wäre sehr geil. Und ja, Bram, was meinst denn du dazu? Das war stark. Ihr seid stark. Stark ist auch jetzt zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, entweder hier oder auf Pizmit TV zum React. So. Ich hoffe, ihr wart wundervoll unterhalten. Vielen Dank auch an meine Mitköche, die alle mit dabei waren. Und wir sehen uns bis dann. Haut rein. Ich liebe euch. Manchmal auch zweimal. Jetzt ran an die Paprika. Oh. Bis dann. Tschüss. Ran an die Paprika. Mm. Ja. Sehr geil. Muss aber ran an die Paprika. Das war's diese Woche. Habt ihr noch ein abschließendes Wort? Tschüss. Ciao. Tschüss. Nee, hab ich. Also, Nadine nicht.